Herr Zellhofer, erstes Training mit Altach, mit der neuen Mannschaft absolviert, Ihre ersten Eindrücke? Kalt, sehr kalt. Hätte mich überrascht, wenn sie halt engagiert sind. Das ist normal, letztes Training sind alle mit Eifer dabei, aber das sollte ja nicht die Sache sein, wenn ein neuer Trainer kommt, dass man dann nur mit Eifer spielt, sondern das ist eigentlich ganz normal. Das ist ansonsten ja, war eine ganz einfache Trainingseinheit. Morgen steht schon Ihr erstes Spiel als Altach-Coach auf dem Plan, Trainingsspiel gegen den FC Lustenau. Wie schwer wird das für Sie, da die richtige Aufstellung zu finden, oder beraten Sie sich da mit dem Co-Trainer? Nein, erstens berate ich mich mit dem Co-Trainer und zweitens ist in dieser Woche ein Schwerpunkt anderweitig gesetzt. Es ist eigentlich noch nur, dass wir morgen einen Ball dabei haben, Bewegungstherapie, konzentriert, wirklich das ernst zu nehmen, ist klar, aber werden wir, glaube ich, wenn wir es zusammenbringen, zwei Mannschaften spielen lassen. Für Sie persönlich war es das erste Training mit einer Mannschaft seit einigen Monaten. Hat das gefehlt? Ja, natürlich ist es einfach die Arbeit, was ich gerne mache, wenn du am Platz herausstehst, frische Luft. Im Endeffekt gibt es nichts Schöneres. Das ist wirklich ein schöner Beruf, auch für die Spieler. Das habe ich heute noch einmal angesprochen in der Besprechung. Das ist das Hobby und der Beruf. Und wenn ich da keine Freude habe, dann habe ich den Job verfehlt.